Wer ist denn dieser Sidorkin? Professor Sidorkin? Er ist mein direkter Vorgesetzter. Der wissenschaftliche Leiter für das Biologenteam. Sie kennen ihn nicht? Eine absolute Kapazität auf seinem Gebiet. Einen größeren Wissenschaftler im Bereich Molekularbiologie gibt es derzeit wohl kaum. Oh, das muss wohl irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ob ich mich mal mit dem unterhalten kann? Er ist gleich im Nebenabteil. Ich an Ihrer Stelle würde ihn jetzt aber besser nicht stören. Er steht ziemlich unter Stress und ist sehr gereizt. Und wenn ich sage sehr gereizt, dann meine ich deutlich gereizter als ich, wenn ich 2 Wochen ohne Marmeladenbrot auskommen muss. Na, dann kann ich mir das ja ungefähr vorstellen. Ich werde vorsichtig sein. Warum ist er denn so gereizt? Es gibt da ein paar Probleme, aber darüber darf ich nichts sagen. Ich muss jetzt auch wieder an die Arbeit. Sie entschuldigen mich bitte. Mir geht's nicht so gut. Scheinbar habe ich das Marmeladenbrot etwas zu hastig runtergeschluckt. Alexei, mach bitte hier weiter und sag Sidorkin Bescheid, sobald du ein entsprechendes Ergebnis hast. Ich werde das mal wohin gehen. Und zwar schnell. Ganz schnell. Hoffentlich ist das Klo nicht besetzt, wie meistens in den Zügen. Ein bisschen Flüssigkeit sollte ausreichen. Wenn hier alles unter Wasser steht, fällt das sonst zu sehr auf. Brutzel! Mist, ausgerechnet jetzt fliegen hier die Sicherungen raus. Ich muss die Sicherungen wieder reindrehen. Passen Sie bitte so lange hier auf, dass keiner irgendwas anfasst? Klar, kein Problem. Danke. Ich werde ganz genau darauf achten, dass keiner hier irgendwas berührt. Keiner außer mir. Gutes Mädchen. So, jetzt haben wir 2 Gläser mit Grünzeug. Ich hol die Probe mal aus dem Glas. Keine Ahnung, von was für einer Pflanze das ist. Ich hol die Probe mal aus dem Glas. Tja, was mache ich jetzt damit? Ich stecke die beiden einfach mal ineinander. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. So, hoffentlich knallt mir die Sicherung nicht gleich wieder raus. Naja, ob ich hier wirklich irgendwann mal überraschende Ergebnisse bekomme, bezweifle ich mittlerweile sowieso. Was? Das kann doch nicht sein! Sollte es wirklich... Die Probe wurde tatsächlich nicht vollständig verbrannt, das kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Dazu brauche ich noch nicht mal eine Analyse machen. Ich muss unbedingt Dr. Lesniak Bescheid sagen. Und vielleicht auch Professor Sidorkin. Das könnte tatsächlich der große Durchbruch sein. Und ich hätte fast den Glauben daran verloren. Und Sie sind ganz sicher, dass alle Versuchsbedingungen genauestens kontrolliert und eingehalten wurden? Ich habe immer wieder Stichproben genommen und alles überprüft. Und für Alexei lege ich meine Hand ins Feuer. Ich arbeite schon seit Jahren mit ihm zusammen. Sie haben also die Experimente gemacht. Ist Ihnen irgendeine Veränderung aufgefallen? Was für eine Veränderung? Wir müssen alles genau prüfen. Wenn das Ergebnis stimmt, ist das eine absolute Sensation. Wenn wir es aber als Sensation melden und wir haben einen Fehler gemacht, dann kriegen wir hinterher höchstens noch eine Anstellung in einem Naturkundemuseum. Also gehen Sie nochmal alles in Ruhe durch. Wir sollten uns zusammen die Analyse anschauen. Ich hoffe nur, wir haben nichts übersehen. Wenn das Ergebnis wirklich stimmt, wir werden in die Geschichte eingehen. Die Herren scheinen schwer begeistert von ihrer Entdeckung. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und mich mal in Sidorkins Büro umsehen. Viel Zeit werde ich nicht haben, bis dieser Sidorkin zurückkommt. Ich werde mich erstmal auf seinem Schreibtisch umsehen. Vielleicht finde ich da ja zumindest die Liste der Leute, die sich an Bord befinden. Die ist riesig. Normal ist das nicht. Die muss irgendwie genetisch manipuliert worden sein. Die Unterlagen sind überschrieben mit Sicherheitslücken und akute Bedrohungen des Tunguska-Projekts. Ich werde mal einen Blick hineinwerfen. Wenn ich das richtig verstehe, sind in den letzten Jahren mehrere Anschläge auf geheime und offizielle Forschungseinrichtungen verübt worden. Teilweise wurden Unterlagen vernichtet
Aber sogar vor Sprengstoffanschlägen und Brandstiftung scheinen die Täter nicht zurückgeschreckt zu haben. Augenzeugen haben dabei immer wieder von Männern in schwarzen Roben berichtet. Bislang konnte aber nie einer der Täter gefasst werden. Der Geheimdienst FSB wurde daraufhin eingeschaltet, konnte aber bis heute keine konkreten Ermittlungserfolge vorweisen. Die Vermutung, dass es sich um politische Terroristen handelt, konnte nicht bestätigt werden. Derzeit geht man davon aus, dass es sich ebenso um eine religiös motivierte Sekte handeln könnte. Männer in schwarzen Kutten? Ob das die gleichen sind, die Eddie gesehen haben will? Wenn das stimmt, steckt mein Vater in noch größeren Schwierigkeiten, als ich befürchtet hatte. Irgendeine wissenschaftliche Abhandlung über Molekularbiologie. Fast nur Formeln und die wenigen Worte sind ähnlich unverständlich. Auf den Ordnern steht Tunguska-Projekt Fehleranalyse. Der obere Ordner ist für die Jahre 2000 bis 2003, der untere ab 2004. Damit werde ich so auf die Schnelle wohl nicht viel anfangen können. Die Schublade ist durch ein einfaches, aber leider recht wirkungsvolles Schloss gesichert. Auf dem Zettel steht, Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers im Safe deponieren. Unterzeichnet mit W.I.L. Wenn in diesem Safe auch die Mitarbeiterliste ist, sollte ich mich hier mal genauer umschauen. Vielleicht finde ich so auch raus, was genau in Tunguska vor sich geht und was mein Vater mit der ganzen Sache zu tun hat. Hab ich's mir doch gedacht. Die kleine Kröte ist eine Schnüfflerin. Du bist mir schon in Moskau am Bahnhof unangenehm aufgefallen. Kröten bleiben halt auch in Verkleidung. Immer noch. Kröten. Aber keine Sorge. Wir werden uns jetzt ein wenig um dich kümmern. Was treibt sich dieser Kanski denn hier mitten in der Nacht rum? Vielleicht täuscht der Eindruck, aber ich habe bei dem Typen ein extrem ungutes Gefühl. Ich sollte mich auf jeden Fall nicht von ihm erwischen lassen. Die dicke Beule an seinem Hinterkopf wird er mit Sicherheit noch nicht vergessen haben. Endlich eine Antwort auf meine Anfrage. Dann bin ich mal gespannt, was mein irischer Kollege herausgefunden hat. Hallo Max. Es hat etwas gedauert, aber deine angeforderten Informationen waren nicht so leicht zu beschaffen. Es war auf jeden Fall gut, dass du mir das Original dieses Briefes geschickt hast. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal was zu dieser irischen Gesellschaft aus dem Briefkopf. Diese Firma gehörte mal einem gewissen Ken Morangi und hatte irgendwas mit Pflanzendünger zu tun. Das Unternehmen wurde ganz plötzlich geschlossen, obwohl es wohl ziemlich gut lief. Mehr konnte ich darüber leider auch nicht rausfinden. Seitdem lebt Morangi völlig zurückgezogen auf einer kleinen Insel vor der Küste Irlands. Eine Karte habe ich der Mail angehängt. Jetzt aber zu einer viel interessanteren Geschichte. Ich habe den Brief, den du mir geschickt hast, mal genauer unter die Lupe genommen. So ganz leer, wie auf den ersten Blick vermutet, ist der nicht. Offenbar wurde eine Art Geheimtinte verwendet. Nicht sehr einfallsreich, aber für Leute wie dich reicht es offensichtlich. Hier kommt der Inhalt des Briefes. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Hallo, Wladimir. Habe Unterlagen bekommen. Kopie ist in Arbeit. Übergabe müssen wir noch klären. Ken. PS. Der Whisky wartet immer noch. Na, das hört sich doch schon recht geheimnisvoll an. Dieser Morangi könnte vielleicht etwas wissen, das uns weiterhilft. Ich sollte Nina... Was sie wohl gerade macht. Hoffentlich geht es ihr gut. Ich mache mir echt Sorgen um sie. Verdammt, ist nicht mein Tag heute. Erst sitze ich mit einem darmkranken Psychopathen im Abteil und nun mit einem tollwütigen Hund. Ich muss hier schleunigst wieder raus. Sobald wir die nächste größere Ortschaft erreichen, wollen die mich den Behörden übergeben. Das wäre dann wohl das Ende meiner Suche. Und vermutlich auch meins. Eine aus Leder. Da drin sitzt ein kleines, schnuckliges Schoßhündchen und spielt mit seinen Knochen. Ist er nicht süß? Da drin sitzt ein klein... Der Hund scheint die linke Hälfte der Box zu bevorzugen. Sind eine ganze Menge Fleischstücke. Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Ein Staubsaugerschlauch. Flexibel, lang und weilig.
Ich krieg die Klappe nicht auf. Das ist bei Verklemmten leider keine Seltenheit. Ja, und damit beende ich die heutige Folge bzw. Sitzung von Geheimakte Tunguska. Nächstes Mal geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss!